Swiss Skills Championships im BCP Books vom 18. bis 23. Oktober in der Halle vom BCP. Möglich gemacht hat die Berufsmeisterschaft der WWO, der Werderberger Wirtschaftsorganisation. Mit der Wiege war man skeptisch, ob man es durchführen kann, aber jetzt macht man das ja. Und man ist voll dabei. Organisieren tut der Rolf Pfeiffer überall, nur ein bisschen kamerascheuch ist er, aber das gehört natürlich dazu. Wir sind dann reingegangen in die Halle, das ist echt der Tag Null, da hat man vorbereitet, das, was wir vorher gesehen haben, das sind die Tage Dienstag und Mittwoch, wo dann eben ganz wirklich super Events, Power-Events stattfinden, zum Beispiel am Mittwoch um 4:30 und am Donnerstag dann gegen die 6. Ja, man ist dann da rumgeknüllt, die Halle abdeckt natürlich, hat unglaublich viel Arbeit gebraucht, also da hat man wirklich alle Leute gebraucht, die da mitgemacht haben. Wir haben von oben aber zugeschaut, ich war gespannt, was denn da auf uns zukommt und dann nachher habe ich mir gedacht, dass wir einen Zeittreffer rein, damit das ein bisschen schneller geht, bin dann einmal ein bisschen weg sein. Wir werden sie weiter natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, und wenn ich am Mittag dann komme, also natürlich eben Handwerker machen, Pause, das ist Mittagspause. Machen wir zum Mittag, ist weitergegangen. Überall eure modernen Bilder. So, Peili, hey, jetzt auf! Du. Oh, wir müssen beide miteinander töten. Warum geht es so einmal? Ist er vorher nicht gegangen? Hä? Freddy? Aber die haben bin ich von hinten und du von vorne. Lass es mal ab, schnell. Danke. Machen wir es wirklich auf Hals, oder Pfeiffer sagt? Machst du denn noch mit, mal da bei dem Wettbewerb? Ja, jetzt sind wir zwei sind als Team dann dran. Aha, well? Gut. Ja. Peter, Herr Nicker, Senior, Rolf Pfeiffer. Genau, so machen wir. Ja, du, das ist ja alles Swiss da. Das ist alles Swiss. Ja, nicht so. Warte mal, ich gehe schnell hin. Wir müssen ein bisschen mehr fallen. Das ist das hier. Aber. Nein, nicht einfach. Du musst ins Loch rein. Gehen hier rein. Oh, warte, jetzt muss ich schauen, wo ich anstehe. Ah, da. Jetzt. Ah, jetzt. Ah, da gehe ich anders. Hast du nicht gelernt? Du kannst schauen, wie die Witte hier oben. Rolf, ist krumm. Wie neu. Es ist neu. Hast du als Frau dazu, zu den Männern? Nein, ich sage besser nicht. Aber vom Fahren von Rolf war gut. Ja, das war sehr gut. Gell? Sehr gut. Ein falscher Dose drin kann. Nein, ja, sie hat keinen gehört. Nee, okay. Aber wenn er etwas kann, dann ist das. Gut. Bäuli, was sagst du? Ah, es kommt langsam. Ist gerade, oder? Ja, ja. Ein Räder muss es gerne nicht haben. Das sehen die Leute nicht. Sicher. Ah, nein, kommt gut. Du bist Chef in Festwirtschaft? Ich weiss noch von nichts, von meinem Glück. Nicht? Nein. Aber es hat geheißen, am 4. soll ich kommen? Ja, am 4. soll ich auch kommen. Jetzt ist wieder. Aha, okay. Gut. Du musst mir die Gitterwände, bitte die Gitterwände umnehmen lassen. Du musst mir noch Zeit her, dann wollen wir es nachher einhängen. Die Herr Roden dort? Ja, genau. Okay. Ja, da spielt Tag gar nicht noch, gell? Einer befiehlt, der andere tut. Ja, genau. Ja, einer muss etwas machen. Oh, geht ihm gut. Olet merkt's, er hat es voll im Griff. Koller bewegt. Genau. Olet. Ja,
Weil das machen wir halt für Corona-mässig machen. Grundsätze. Bargeld, bloßes Zahlen. Ja, kannst du nicht gut einen EC-Terminal haben. Ich habe es nicht erfunden. Aber funktioniert. Aber ist gleich wählen, oder? Ja, ist, wenn man dann ausschneiden will. Ja, dann tut es. Genau. Gut, los geht es morgen, oder? Morgen ist aber Planstudium zuerst. Dann ist es noch ein bisschen ruhiger. Und erst etwa noch eine Grössenordnung. Ab 4 Uhr fängt es an, wirklich zu riefeln. Auf, bitte. Vivio, Grabs und Buchs schaffen zusammen, hä? Ich kann schon ein bisschen auf. Stossen, nein, weißt du, ich muss 2 cm rauf. Ja, drück mal hinten da. Ja. Ja, und jetzt her, und jetzt rein. Cool. Ich schau an. Oh, warte, jetzt gibt es noch ein Ding. Da unten noch Flügel. Ich hab's gesagt, es geht noch weiter rein da oben. Und dann sollte es funktionieren. Du kannst nicht mehr weiter, aber dort steht dran. Hast du nicht so einen Sprinter raus? Der steht dran. Du kommst nicht mehr weiter. Ja, okay, ich habe keinen Teil. Das war nicht richtig viel. Der kommt nicht her. Nein, sicher nicht. Nein, sicher nicht. Der ist ja genau der, muss zu mir sein. Mache ich mit Schraube mit Krügelmutter, hä? Gut, schaut dran. Es sind alles geht. Das war quasi der Tag Null Vorbereitung. Ja. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, natürlich vom 19. bis 23. schauen, was die Zimmerleute dort alles herbringen. Es ist höchst interessant. Sepp, kann ich auch sagen. Also, BCP Books. Jetzt auf Dienstag, Mittwoch, Donnerstag noch Zeit für euch zum Hergehen.